Wir haben Zuwachs bekommen in meiner Küche. First Austria Multicore, elektrischer Schnellkochtopf. Das wird hier mein normalen Reiskocher hier ersetzen. Der hat auch jetzt also wirklich ausgedient. Ich habe da alles drin gemacht, Reis, Kartoffeln, Nudeln. Aber das dauert halt schon ziemlich lange. Mit dem Teil geht es richtig schnell. Ich werde auch nicht sponsert oder so. Das Teil hat mir jemand empfohlen, der Markus, top. Und ja, das hat halt richtig geile Funktionen. Ihr habt einmal die Reisfunktion, Nudel, Suppe, Bohnen, okay, das ist für mich unwichtig. Heating, da könnt ihr halt noch das Zeug warm halten. Cake, da könnt ihr Kuchen machen sogar, ihr könnt Brot machen. Dann Fleisch und Bohnen, so ein Eintopf, Linseneintopf oder sonstiges. Porridge könnt ihr auch machen. Das Ding hat auch eine Timer-Funktion, ihr könnt sozusagen das ganze Zeug schon mal rein auf Timer, dass es in 4 Stunden losgeht. Damit, wenn ihr heimkommt, das Zeug schon fertig ist, wird jetzt bei mir eher nicht der Fall sein, aber ist eine coole Funktion, warum nicht? 1000 Watt hat das Teil, ja, 6 Liter Fassungsvermögen, ich mache das Ding mal auf und dann schauen wir nochmal uns genau die Funktion an. Bis gleich. So, hier ist das gute Teil. Ich habe den Stecker reingemacht. Das Teil ist an. Ich zeige euch, was dabei ist. Das ist so ein Cup, wo ihr euren Reis abmessen könnt. Aber bei mir wird eh alles gewogen. Hier noch ein Löffel. Hier habt ihr den Deckel von dem Schnellkochtopf. Hier drin habt ihr diese Metallplatte. Die könnt ihr auch rausnehmen. Da ist hier so ein Dichtring drin. Der muss auch genau fest sein auf beiden Seiten, bevor das Teil in Betrieb genommen wird, aber ihr könnt es sogar rausnehmen zum Reinigen. Hier habt ihr das Überdruckventil. Ihr könnt es öffnen auf Open Close. Ihr müsst natürlich auf Close lassen, wenn ihr das Teil in Betrieb nehmt. Und hier ist es auch genau geschrieben, Open Close für den Schnellkochtopf, damit er schließt. Einfach links auf Close und das war's dann. Ja, ihr habt hier so einen Innentopf. Halt. Das ist hier der Innentopf mit der Heizfläche. Das Teil hier nicht gleich angeht. Und hier habt ihr den Kochtopf, der ist Teflon beschichtet. 6 Liter Fassungsvermögen. Ja, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier verschiedene Funktionen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier auf Reis geht, dann seht ihr vorgestellt 4 bis 7 Cups, 8 Minuten. Wenn ihr nochmal draufklickt, dann geht es auf 12 Minuten. Das sind so für 8 bis 12 Cups. Und wenn ihr nochmal drauf drückt, das wird eher so für die Einzelhaushalte sein, so wie für mich, ist dann hier nur 5 Minuten. Hier unten könnt ihr das Ganze wieder canceln. Ihr seht, das blinkt ja dann. Wenn es 8 Mal geblinkt hat, geht der Automatikmodus an. Was habt ihr noch hier? Zum Beispiel Nudeln. Wenn ihr hier draufklickt, seht ihr 3 Minuten. Ihr habt aber jetzt die Option, das Ganze noch zu erhöhen. Niedriger wie 3 Minuten kann man das Gerät gar nicht einstellen. Also wenn ihr irgendwas habt, wo nicht lange braucht, dann müsst ihr auf die Nudelfunktion gehen. Hier unten könnt ihr wieder canceln. Hochzus gibt es keine, natürlich gibt es Grenzen bis 99, aber seht ihr hier, zum Beispiel bei Nudeln, Vollkornnudeln brauchen ja etwas länger, da geht ihr dann hoch auf 5-6 Minuten. So, was haben wir, Suppe braucht etwas länger, da ist so 21 Minuten voreingestellt, das sind alles so voreingestellte Zeiten. Was haben wir hier noch, Knochen ist für mich jetzt uninteressant. Cake, da könnt ihr Kuchen machen oder sogar Brot. Fleisch und hier oben Bean, das sind so für Hülsenfrüchte, für ja, Kichererbsen zum Beispiel oder Linsen, das Ganze könnt ihr auch erhöhen, hier, wenn ihr einmal draufklickt, könnt ihr das, weil die brauchen ja schon etwas länger. So, unten habt ihr sogar noch die Porridge-Funktion, ja, und hier könnt ihr dann wieder die Zeiten verändern. Hier, das mit den Cups anzeigen, ist nur für den Reis. Da könnt ihr jetzt hier nichts verstellen. Das ist dann nur, wenn ihr nochmal draufklickt auf Reis, könnt ihr hier die einzelnen Cups, also die Menge dann variieren. So, das war es eigentlich schon so, was das Teil kann. Wenn ich hier nochmal rausgehe, klar, ihr könnt ja diese Automatikfunktion, die brauche ich jetzt nicht.
Wenn ihr hier auf Preset Settings geht, dann ist hier eine halbe Stunde schon mal voreingestellt. Und hier könnt ihr das Ganze hochdrehen im Halbstundenschritt bis 24 Stunden. Und ich habe es jetzt hier auf 7 Stunden. Das blinkt jetzt 8 Mal und dann fängt es an runter zu zählen. Das heißt, in 7 Stunden fängt das Ding dann an zu starten. Denn jo, das war's eigentlich schon. Ich werde euch da mal zeigen, so später in anderen Videos, wie dann das so aussieht. Bei Nudeln ist es richtig krass. Ihr könnt auch zum Beispiel hier Heating-Funktion machen. Ja, und dann könnt ihr hier in dem Topf zum Beispiel so Zwiebeln, paar Sachen so anbraten in Öl, Zwiebel, Knoblauch. Und danach könnt ihr anderes Gemüse reinmachen. Das ist zum Beispiel für, das hatte ich mal im Video gesehen, bei Nudelsfunktion. Dann haut ihr die Nudeln roh rein, noch etwas Flüssigkeit, von mir aus passierte Tomaten, und drückt dann hier auf 3 Minuten Nudels. Und das Teil kommt raus, aber das zeige ich euch in einem separaten Video. Das war jetzt einfach nur so kurz eine Vorstellung von dem Gerät. Ich werde es jetzt ein paar Mal testen natürlich. Oft natürlich, da ich ja meinen alten Reiskocher wegschmeiße. Der Reis soll richtig geil sein. So richtig wie beim Asiatenklebereis. Und ja, da bleibt auch nichts fest hängen am Topf wie bei meinem alten. Und ja, das war's. Ich verlinke das Teil auch mal unten. Ich habe es selber von Amazon. Jo, wir sehen uns dann.